Ah, hier zeige ich euch mal so Spiele unter Linux. Ich spiele jetzt mal alle, die es so gibt. Also das gibt hier so ein Spiel hier so mit Karten und so. Da kann man so hier und da so und da oder auch nicht. Oder eben sowas mit Karten, ne? Und dann zeige ich euch nochmal das andere, was es auch noch so gibt. Das ist hier so, ja das hier, ne? Da sind so bunte Teile, sind mir eigentlich viel zu bunt, ne? Also von daher mache ich das überhaupt nicht so. Die kommen dann da von so oben so runter und dann müssen die nach unten irgendwie so und dann kann man die auch noch drehen und dann. Ja, ne, das ist so, was man so unter Linux spielen kann. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit, letzter Schluss. Heute geht es um Spielen unter Linux und es gibt wirklich mehr als zwei Spiele. Klingt komisch, ist aber so. Es gibt sogar ein ganzes Füllhorn mit verschiedenen Spielmöglichkeiten, Aufbaustrategie, Ego-Shooter, Knobelspiele und so weiter und so fort. Also euch braucht dort wirklich nicht langweilig zu werden. Ich habe da mal ein paar Sachen zusammengestellt und die stelle ich euch denn mal so vor. Da gucken wir gleich mal ein bisschen rein. Grundlegend haben wir verschiedene Möglichkeiten, was man so alles auf so einem Linux-System ausführen kann. Wir haben einmal die nativen Linux-Spiele, die sind direkt für Linux entwickelt worden oder sind eine Portierung von anderen Betriebssystemen. Die laufen also direkt auf eurem Linux-System. Dann gibt es Spiele, die nicht für Linux entwickelt wurden, zum Beispiel die auf der Windows-Plattform zu Hause sind. Dafür gibt es eine Emulation namens Wine. Damit bekommt ihr sehr, sehr viele Spiele, die es normalerweise bloß für Windows gibt, auch unter Linux zum Laufen. Für diejenigen von euch, die ja vielleicht schon ein bisschen älter sind oder gerne klassische Spiele spielen, gibt es die Möglichkeit, DOS-Spiele auf Linux laufen zu lassen. Dort heißt die Emulation DOSBox. Und für viele Adventures, die so Ende der 80er bis Ende der 90er rauskamen und unter DOS liefen, unter Amiga liefen oder ja auch unter anderen Plattformen, gibt es eine Emulation, die ScumVM. Die kann sehr viele von diesen alten Adventures interpretieren. Neben diesen Software-Emulationen, die Betriebssysteme nachbilden, gibt es Hardware-Emulationen. Damit könnt ihr verschiedene Geräte oder ja, Gameboy zum Beispiel, Atari, verschiedene Varianten, C64, Amiga oder auch DDR-Kleincomputer oder den ZX Spectrum und so weiter und so fort nachbilden und dann könnt ihr in so einer Hardware-Emulation die Software, die es damals gegeben hat, auch direkt spielen. Dann stellt sich die Frage, wie komme ich überhaupt an meine Linux-Spiele? Wenn es sich jetzt um native Linux-Spiele handelt, kann ich einmal den Paketmanager meiner Distribution verwenden. Dort gibt es die zwei Spiele, die wir jetzt schon gesehen haben und natürlich viele, viele mehr. Dann gibt es FlatHub. Dort gibt es ja ungefähr 430 Titel. Guckt mal bei Linux Guides nach. Dort gibt es einen Grundkurs Programme auf Linux installieren, Tutorial für Anfänger. Also guckt da mal rein, wenn ihr euch jetzt mit FlatHub noch nicht beschäftigt habt. Dann gibt es von verschiedenen Entwicklern eine eigene Homepage. Dort wird das Spiel zum Download angeboten. Dann haben wir die Indie-Spieleseite itch.io. Dann gibt es GOG, Good Old Games. Das Schöne bei allen Sachen, die es bei GOG gibt, ist, dass sie DRM-frei sind. Also das heißt, ihr könnt die Installer direkt runterladen, könnt ihr auf einer Festplatte sichern und wenn die Firma mal pleite sein sollte, könnt ihr es immer noch installieren und benutzen, ohne dass euch jemand den Hahn zudrehen kann. Dann gibt es das Humble Bundle. Dort gibt es auch verschiedene Linux-Spiele. Dann haben wir Steam.
kennt ihr wahrscheinlich, große Plattform, wo man Spiele runterladen kann, beziehungsweise das ist mit einem Store verknüpft und mit so einer Anwendung, sodass man die Sachen installieren kann. Die sind alle DRM gekoppelt. Von daher, wenn Steam irgendwann pleite ist, werdet ihr die Spiele wahrscheinlich nicht mehr spielen können oder nicht mehr runterladen. Kommt darauf an, wie es gebaut ist. Und dann gibt es noch den Epic Game Store. Dort haben wir ganze 0 native Linux-Titel. Ist aber nicht so schlimm, dazu kommen wir nochmal. Dann haben wir natürlich noch die Kategorie mit der Hardware- und Software-Emulation. Das kommt darauf an, worum es geht. Also es können alte Spiele sein, vielleicht habt ihr noch Kassetten. Dann gibt es die gebräuchlicheren Disketten, die kann man immer noch einlesen, zum Teil jedenfalls, wenn sie noch nicht vergammelt sind. Genauso ist es mit alten CD-ROMs und DVDs. Wenn ihr die noch habt, braucht ihr ein Laufwerk, damit könnt ihr das einlesen und dann habt ihr hinterher euer Spiel. Daneben gibt es auch noch viele Shareware- und Freeware-Portale. Damit habt ihr jetzt erstmal so einen groben Überblick, wo man diese Spiele überhaupt herbekommt. Und als nächstes gibt es eine, ja sagen wir mal, Empfehlung für den Kauf. Viele von diesen Spielen sind mit DRM versehen, die ihr über Epic bekommt, die ihr über Steam bekommt und teilweise auch über das Humble Bundle. Das bedeutet, dass eine Online-Verbindung zum Teil gebraucht wird. Bei meinen, sagen wir mal, Recherchen hat es mich gewundert, welche Spiele überhaupt eine Online-Verbindung brauchen, obwohl es da überhaupt keinen Mehrwert zum Spielen gibt. Wenn jetzt keine Online-Verbindung dort ist, dann kann ich das Spiel nicht mal starten. Da habe ich denn ein großes Problem, wenn mein Internet ausgefallen ist oder der Hersteller, der Shop oder was auch immer einfach mal den Dienst einstellt, pleite ist oder es technische Probleme gibt, dann kann ich mein Spiel nicht mehr spielen, auch wenn ich es gekauft habe. Also ich habe Geld dafür ausgegeben, ich habe bei den DRM-Spielen aber nicht die Garantie, dass es immer funktioniert. Sowas kommt leider hin und wieder auch wirklich mal vor, dass einfach Dinge eingestellt werden. Sony hat wohl gerade ein paar Filme ausgelistet, so dass ihr die vorher gekauft habt. Ihr habt Geld dafür gegeben und ihr könnt die dann irgendwann nicht mehr angucken. Von daher würde ich euch empfehlen, dass ihr nur DRM-freie Software ohne Online-Zwang kauft. Denn nur wirklich dann habt ihr einen wirklichen Gegenwert. Dann könnt ihr diese Installer auch lokal speichern, zum Beispiel auf einer externen Festplatte und könnt die immer dann installieren, wenn ihr das für richtig haltet. Nicht, wann euch der Entwickler oder der Publisher das gestattet. Und wenn der pleite ist, dann könnt ihr es halt nicht mehr installieren. Das ist irgendwie blöd. Ihr habt Geld ausgegeben und irgendwann kriegt ihr keine Gegenleistung mehr dafür. Also von daher bevorzugt DRM-freie Inhalte. Natürlich solltet ihr die Entwickler möglichst direkt unterstützen, denn jeder Zwischenhändler auf der Kette zwischen euch und dem Entwickler selbst hält natürlich seine Hand auf und will ein bisschen was davon abhaben. Daher könnt ihr natürlich auch gerne für Open-Source-Spiele spenden, um die Entwicklung und die weitere freie Verfügbarkeit von dem Spiel zu gewährleisten. Dann so ein bisschen davon abgekommen, ein Tipp. Bei Epic bekommt ihr jede Woche 1 bis 2 kostenlose Spiele, die sind mit DRM versehen, aber da sie jetzt kostenlos sind, würde ich sagen, ihr habt dafür nichts ausgegeben und wenn ihr jetzt keinen Wert darauf legt, dass ihr das in der nächsten Woche, in einem Jahr, in 10 Jahren vielleicht doch nochmal spielen könnt, es euch relativ egal ist, dann könnt ihr die auch mitnehmen. Diese Spiele sind durchgehend Windows-Spiele, sie sind zum Teil angestaubt oder es sind auch sehr obskure Spiele mit dabei oder Erweiterungen für irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht nicht so wirklich toll und nützlich sind. Aber manchmal sind auch wirklich Perlen dabei, die ihr denn kostenlos dazu bekommt. Die meisten von diesen Spielen, die es dort gibt, laufen auch wunderbar in der Emulation auf Linux. Von daher, ich spiele sowieso bloß diese Sachen unter Linux und da haben sich bei mir in dieser Epic-Datenbank relativ viele Sachen angesammelt über die Zeit und einige Sachen davon sind wirklich gut und sie laufen fast alle auch wirklich unter Linux in der Emulation. Ich habe für euch jetzt mal so eine Auswahl mit nativen Linux-Spielen zusammengestellt. Das erste ist Battle for Westness oder wie auch immer man es ausspricht. Das ist ein
Rundenstrategiespiel in einer Fantasy-Umgebung. Ja, so sieht schon mal dieser Startbildschirm aus. Ich kann dort einmal Kampagnen spielen. Ich kann natürlich auch Mehrspieler spielen. Es gibt so eine erste Trainingskampagne, wo ich so ein bisschen die Grundzüge lerne. Also ich spiele einen Charakter und dann bilde ich mit dem nachher ein paar Einheiten aus, kämpfe mit denen gegen diese Kampfpuppe dort, lerne da so ein bisschen, wie ich meine Einheit leveln kann, wie ich verschiedene Arten von Angriffen durchführe, wie ich mich selbst heilen kann, wie ich zusätzliche Truppen rekrutiere und all sowas. Flight of the Amazon Queen, das ist ein Abenteuer-Adventure, auch wenn es schon jetzt doppelt gemoppelt ist. Ja, wie bei diesen Adventures damals. Es gibt natürlich Dialoge, es gibt selbstlaufende Teile, die die Geschichte voranbringen. Man sammelt wiederum Gegenstände, kombiniert, unterhält sich, geht von A nach B. Genau, dann müssen wir erstmal wieder rauskommen und müssen natürlich versuchen, dieser Story zu folgen und Rätsel zu lösen, bis wir es geschafft haben. Dann habe ich als nächstes Veloren, ein Fantasy-Rollenspiel mit Blöcken. Ja, also ich habe diese Blockwelt, die aus einzelnen Blöcken zusammengebaut ist. Ich habe eine Waffe, ich soll Dinge sammeln und kann aus den Dingen irgendwas zusammenbasteln. Und außerhalb von diesem Dorf, wo ich beginne, gibt es auch eine sehr große Welt, wo ich natürlich sehr viel Dinge sammeln kann und ich kann die tollsten Dinge damit basteln und mich immer weiter verbessern. Kommen wir zu Super Tux bzw. Super Tux 2. Das ist ein Jump and Run Spiel mit Tux. Ja, das ist unser Tux hier. Wenn man es schon mal gespielt hat, hat man schon den verbesserten Tux. Man fängt normalerweise an mit so einem kleinen Tux. Ich kann entweder auf diese Eisklumpen hier schießen oder wenn ich ganz trickreich bin, kann ich auch drauf springen und dann, ja, wenn die durch die Gegend gekegelt, wenn das so ein Eiswürfel ist oder die anderen da, die mache ich dann so ein bisschen platt. So, und wenn ich jetzt eine längere Strecke, dann kann ich auch höher springen. Sonst komme ich hier oben nämlich nicht ran. Upp. Und ui. Und einige von den Gegnern sind auch fies, die explodieren sogar. So, und jetzt. Tada! Ja, das ist Super Tux. 0AD ist quasi so dieser Vorzeigetitel aus dem Open-Source-Bereich. Es ist ein historisches Echtzeit-Strategiespiel. Ja, also es gibt die Möglichkeit, das Ganze im Netzwerk zu spielen, übers Internet zu spielen. Man kann allerdings auch als Einzelkämpfer gegen den Computer spielen. Natur, frische Luft, was will man mehr? Ja, man muss ein bisschen dafür sorgen, dass man sein eigenes Volk nach vorne bringt und möglicherweise das Spiel gewinnt. Also geht es erstmal los, ein paar Beeren pflücken, grundsätzliche Rohstoffe sammeln, wie hier Stein und Holz und so weiter, Gebäude errichten, die Wirtschaft in Schwung bringen. Natürlich muss man auch einiges in Rüstung investieren, damit man ja nachher gewinnen kann, denn es ist nicht durchgehend ein friedliches Spiel. Mal kurz geguckt, was der Gegner so macht. Der hat auch schon ein paar Häuser errichtet. Muss dafür sorgen, dass immer genug Nahrung da ist, damit die Leute was zu essen haben, ist ja klar. Damit sie was zum Wohnen haben und dass einfach die ganzen Grundmaterialien da sind, um Häuser zu bauen, um Waffen zu bauen und ja. Zu einem Spiel, was ich wirklich gespielt habe, was ich eine Zeit lang sogar relativ viel gespielt habe, haben wir auch im Netzwerk mal gespielt, ist wirklich witzig, das ist Mindustry. Das ist so ein Aufbau- und Tower-Defense-Spiel, also hat auch wieder einen Wirtschaftsanteil, Rohstoffe sammeln, sehr viele Fließbänder bauen, damit Rohstoffe von A nach B fließen können und dann die tollsten Dinge draus bauen. Und man muss sich gegen Horden von Robotern wappnen, die immer
ja, größer werden, die kommen in Wellen an und dagegen muss man Verteidigung bauen, damit man nicht überrannt wird. Das Ganze habe ich schon mal so ein bisschen angespielt. Da habe ich auch ein Video, ist verlinkt in meiner Folie hier, die ich da vorführe. Und wie man das Ganze auch so aufsetzen kann, dass man einen Multiplayer-Server hat, auf dem man spielen kann, mit verschiedenen Leuten auch übers Internet. So, gucken wir da mal kurz rein. Ja, das ist Mindestream. Man kann auch so eine Kampagne spielen und man kann auch benutzerdefinierte Spiele spielen. Da gibt es verschiedene Karten und ja, also grafisch ist es komplett anders als das, was wir vorher gesehen haben. Da haben wir zum Beispiel Kupfer. Das ist einer der Grundbaustoffe, die ich am Anfang brauche, um daraus Dinge zu formen wie Fließbänder und solche Maschinen, die das Ganze abbauen können. Und dann sammle ich weitere Rohstoffe und ja, und dann kann ich so meine Wirtschaft immer weiter aufbauen, kann Dinge erforschen, immer besser machen. Im Netzwerkspiel habe ich schon alles erforscht und Blei gibt es auch noch als Grundrohstoff. Und das brauche ich auch noch. Und durch diese Förderbänder hole ich diese ganzen Rohstoffe in den Kern rein und dann stehen die zur Verfügung. Und ich brauche halt immer mehr, mehr, mehr Rohstoffe, um damit neue Dinge bauen zu können. Ja, und da baue ich auch schon die ersten Geschütztürme, denn wie man oben sieht, die erste Welle kommt in nicht mal 2 Minuten vorbei. Und dafür muss ich so ein bisschen gewappnet sein, so dass mein Kern auch gut geschützt ist. Die erste Welle ist jetzt noch nicht so gefährlich, die zweite auch noch nicht, aber die Wellen werden halt immer größer, es werden immer größere Anzahlen von Gegnern und die werden auch immer gefährlicher. Von daher muss ich ständig dafür sorgen, dass meine Wirtschaft immer besser wird, dass ich immer größere Verteidigungsanlagen baue. Ja, und da kann man wirklich sehr, sehr viele Stunden rein versenken, vor allem wenn man diese Kampagne spielt. Da spielt man einen kompletten, ja, Planeten, wo man verschiedene Orte schützen muss und ja immer wieder ausbauen muss. Genau, und das passiert mit so einem Gegner, wenn er dort reinläuft und noch nicht so gut ist. Beyond All Reason ist ein, ja, Science-Fiction-Massenschlachten-Echtzeit-Strategiespiel. Ja, zuerst suche ich mir erstmal eine praktische Startposition auf der Karte. Ich sollte schon mal grob gucken, dass ich dort in der Nähe meine Rohstoffe habe. Also als Rohstoff gibt es Metall und dort gibt es solche, ja, Punkte, wo ich Metall einfach abbauen kann. Ich brauche Energie, wie sie gerade eben schon gesagt hat. Ich kann einmal hier diese Solarpanels bauen oder auch die Windräder. Also das ist total ökologisch, das Spiel. Und da muss ich immer gucken, dass ich da gut ausgeglichen bin, dass ich genug Energie, genug Metall habe. Dann gibt es Fabriken für kleine Roboter und für Fahrzeuge, für Flugzeuge und Amphibienfahrzeuge. Ich kann Verteidigungsanlagen bauen und das Ganze wird immer ein bisschen größer. Ich muss natürlich selbst angreifen mit meiner Armee und muss mich auch gegen Angriffe wappnen. OpenRA ist eine Engine für verschiedene Command und Conquer Titel. Das ist jetzt Red Alert, also ich fange an mit meiner Basis, da muss ich ein Kraftwerk bauen, da muss ich eine Kaserne bauen, damit ich Fußeinheiten produzieren kann. Ich muss Construction auch, complete. ja, Construction options Geld training. reinbringen und das mache ich Unit über ready. Raffinerien und die Unit Karte ist ready. erstmal schwarz. Unit ready. Ich muss die aufdecken. Zum Beispiel mit Fußeinheiten. Ja, und da habe ich jetzt so eine Raffinerie und mein Sammler, dieses kleine Dings da, was da so hin und her fährt, das sammelt fleißig Unit Gold, ready. damit ich Geld habe. Und mit dem Geld kann ich Einheiten kaufen, kann ich Gebäude kaufen. Dann gibt es verschiedene Fußeinheiten, die gegen Lufteinheiten wirksam sind oder Construction gegen complete. Fußeinheiten. Oder ich kann auch verschiedene Arten von Panzer bauen, Flugzeuge. Ja, und letztendlich muss ich das Spiel natürlich gewinnen Construction und eben complete. nicht auf friedliche Art und Weise, sondern ja, letztendlich Abriss vom Yes, sir, green. anderen Gegner oder den Building. Gegnern und muss aufpassen, dass ich nicht überrannt werde. Waiting Und at ja, once. typisches Echtzeit-Strategiespiel ist auch ein bisschen retro.
Kommen wir zu den Rennspielen. Xtreme Tux Racer ist ein 3D-Rennspiel mit, ja, wem soll es anders sein? Mit Tux natürlich. Die sieht jetzt nicht so toll aus, aber macht durchaus Spaß. Ne? Also Tux nehmen, Berg runterrutschen, was Pinguine halt so machen. Das machen die ja in Wirklichkeit auch so. Die rutschen auf dem Bauch einige Strecken, weil das für die wohl deutlich einfacher ist, als mit den Füßen so hin und her zu laufen. Ja, und dann legen wir uns in die Kurve, gleich in die andere Richtung. Und wenn er länger fliegt, gibt es dafür, glaube ich, auch noch irgendwie Bonuspunkte. Aber ne, Fische sammeln und runterrutschen bis ins Ziel. Ja, Xtreme Tux Racer. Daneben gibt es natürlich haufenweise Ego-Shooter. Das Einzige, was ich jetzt wirklich für euch mal aufgenommen habe, damit es nicht ganz so brutal ist, ist World of Padman. Und ich habe wirklich alles dabei gegeben, denn mir wird relativ schnell schlecht von diesen 3D-schnell drehenden Spielen. Also hinterher ging es mir nicht so wirklich gut. Ich habe das Ganze vorher aufgezeichnet, also wird man mir jetzt nicht ansehen, dass ich auf einmal grün im Gesicht bin. Ja, aber es war schon, ja. Ich hab's für euch gemacht. Hilfe, Hilfe! Er kann uns helfen. Batman! Ich kann mir erstmal einen Charakter Batgirl. aussuchen. Da gibt es Batman. verschiedene, die sind. Monsterpad. Batlily. Wie soll man sagen, alle nicht schön. So, und das sieht in live denn so aus. Ihr könnt vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, warum mir von sowas schlecht wird. Ja, und dann gibt es natürlich auch hier Gegner, die sich mit verschiedenem Zeug behaken. Das sind alles Bots in meinem Fall. Und entweder ich schaffe es oder die. Bis jetzt hatten wir ja bloß native Spiele, die entweder direkt auf Linux laufen. Jetzt geht es um Windows-Spiele. Die kriegen wir auch in einem ja sehr großen Umfang unter Linux zum Laufen. Dafür gibt es eine Wine-Laufzeit-Umgebung. Die gaukelt den Spielen ein Windows vor, bildet Teile der Windows-API nach, sodass diese Windows-Spiele halt eine Umgebung finden, worin sie laufen. Und Dinge wie hier DirectX werden umgesetzt in OpenGL oder Vulkan. Es gibt verschiedene Wine-Versionen. Also quasi einmal hier Wine, das Original. Das bekommt ihr unter WineHQ bzw. in der Paketverwaltung von eurer jeweiligen Distribution. Dann gibt es spezielle Anpassungen dazu. Dann gibt es hier WineGE. Das ist sehr stark auf Spiele ausgelegt, denn das Original Wine, das versucht auch sowas wie Office-Anwendungen unter Windows auf Linux lauffähig zu machen. Also der Fokus von dem Wine ist jetzt nicht unbedingt nur auf Spiele, sondern auf eine breite Palette von Windows-Anwendungen. Proton GE, das ist auch auf Spiele ausgerichtet. Das kommt aus dem Steam-Bereich. Damit das für euch ein bisschen einfacher gibt, gibt es sogenannte Starter-Launcher. Ich habe da den Heroic Games Launcher und da habe ich denn so eine Oberfläche, mit der ich meine Spiele verwalten kann. Daneben gibt es Lutris. Lutris kann ein bisschen mehr. Das kann von verschiedenen Anbietern hier Humble Bundle, Steam und Epic und GOG die Spiele verwalten, runterladen, installieren. Ja, aber ich habe eben das hier genommen. Ich meine, bei Linux Guides gibt es ein Video zu Lutris. Sucht da einfach mal, wenn euch Lutris interessiert. Auch wenn vieles davon quasi sofort funktioniert über einen der Emulatoren, hier Wine, WineGE, ProtonGE, kann es sein, dass Dinge nicht auf Anhieb laufen. Jetzt kann man gucken, was es eventuell an Lösungsmöglichkeiten dafür gibt. Da gibt es einmal diese Wine Application Database. Die gibt es dort. Da stehen sehr viele Anwendungen, aber auch viele Spiele mit drin, wo verschiedene, ja, Anwender, Gamer das mal ausprobiert haben.
wie diese, jene und welche Anwendung halt funktioniert, ob das Spiel gut läuft, ob man vielleicht hier und da nochmal irgendwie was machen muss, vielleicht nochmal eine DLL austauschen oder ja, irgendwelche anderen Konfigurationsschritte durchführen muss. Da gibt es auch so eine Wertung zwischen Platin ist das Höchste, das ist alles super toll, funktioniert bis zu Abfall. Und da könnt ihr dann halt gucken, bevor ihr da verzweifelt, ob das schon mal jemand gelöst hat, denn die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass jemand anders das schon mal ausprobiert hat. Dann gibt es auch Proton DB, ist eigentlich bloß für Steam gedacht, aber da gibt es auch eine Menge, wo man denn mal gucken kann und vielleicht noch einen Hinweis kriegt, was man noch machen kann. Jetzt zeige ich euch mal, wie man an diesen Heroic Games Launcher kommt. Da geht ihr einfach auf die Projektseite. Dann geht ihr hier auf Download. Ihr könnt das App-Image nehmen. Das App-Image ist einfach eine ausführbare Datei, die ihr runterladet, wo alles drin ist. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr jetzt diese Datei ausführbar macht. Ihr könnt das halt grafisch machen über euren Desktop. Bei mir ist es jetzt in Downloads gelandet. Daher mache ich jetzt einen Rechtsklick drauf, gehe auf Eigenschaften, auf Zugriffsrechte und setze hier unten Datei als Programm ausführen und mache das Ganze wieder zu. Und jetzt nochmal Doppelklick drauf. Und jetzt öffnet sich hier schon der Heroic Games Launcher. Dann kann ich die Sprache umstellen. Stelle ich natürlich ganz gerne auf Deutsch um. Und jetzt kann ich mich mit einem Epic bzw. GOG-Konto anmelden. Da gehe ich dann auf Anmelden und ich möchte mich hier ja entweder mit meinem Epic Games Konto anmelden oder mit irgendwas anderem. Dann gebe ich hier meine E-Mail-Adresse an und mein Passwort muss ich natürlich genauso eintragen. Ich kann mir das hier drin abspeichern lassen, das sage ich einfach merken und jetzt anmelden. Wenn das Ganze geklappt hat, dann kann ich hier zu meiner Bibliothek gehen und da werden Informationen untergeladen zu den Spielen, die ich besitze. Jetzt kann ich hier den Wine Manager verwenden und dort tauchen sie wieder auf. Also Wine.ge Proton habe ich dabei. Dann gibt es hier auch noch spezielle Versionen davon für LOL. Das heißt hier nicht Laughing Out Loud, sondern Leech of Legends. Das ist nochmal so ein Spiel, worauf diese Version nochmal speziell optimiert ist. Und da gibt es denn verschiedene Versionen. Die kann ich jetzt alle runterladen. Das sind meine verschiedenen Laufzeitumgebungen. Ich würde erstmal empfehlen, die neueste zu nehmen, welche auch immer das gerade ist. Also hier die Proton zu nehmen, dann wird die dort ja erstmal runtergeladen, dann in ein Verzeichnis entpackt und jetzt steht die zur Verfügung, sodass ich sie für Spiele verwenden kann. Dann gibt es hier auch noch Wine Lutris, das sind ja ist eine andere Wine-Variante, die für Lutris gebaut ist und da haben wir ja nochmal Proton.ge, nochmal irgendwie anders. Ja, müsst ihr halt gucken, was ihr da fürs jeweilige Spiel braucht. Also das ist so ein bisschen Versuch und Irrtum, einfach mal ausprobieren. Wenn ein Spiel nicht funktionieren sollte, probiert einfach mal hier eine andere Variante von Wine und ja, dann kann es sein, dass es funktioniert. Also meine Erfahrungen sind ziemlich gut damit. Also fast alles habe ich zum Laufen gekriegt. Selbst diesen obskuren Rasenmäher-Simulator, den ihr am Anfang mal für 2 Sekunden gesehen habt. Das Ding wollte erst nicht mit der einen Version, die ich vorher hatte. Aber damit läuft es jetzt auch. Ja, dann könnt ihr unter Einstellungen noch ein paar Dinge festlegen. Zum Beispiel, wo die Spiele runtergeladen, entpackt und installiert werden sollen. Wenn ihr jetzt in eurem Heimatverzeichnis nicht so viel Platz habt, könnt ihr eine externe SSD nehmen. Da könnt ihr irgendeinen Pfad angeben, wo ihr wirklich Platz dafür habt. Unter Wine hier könnt ihr noch angeben, welche Wine-Version als Standard verwendet werden soll. Da solltet ihr halt die nehmen, die ja aktuell ist und die wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Die könnt ihr auch im Laufe der Zeit mal umändern, sodass für neu installierte Spiele halt das genommen wird, was hier als Standard vorgegeben ist.
Neben diesen Wine-Versionen, die ihr dort extra runtergeladen habt, kann auch die Wine-Installation von eurer Distribution mit dort auftauchen. Ja, und wenn ihr das so grundlegend eingerichtet habt, dann könnt ihr auf eure Bibliothek gehen, dann Titel auswählen, zum Beispiel sowas hier. Und dann werdet ihr gefragt hier, wo soll das Ganze installiert werden? Das ist der Standardpfad, der erstmal drin steht, aber ihr könnt das nochmal direkt anpassen. Dann könnt ihr hier nochmal so einen Prefix für Wine angeben, denn bei jedem Spiel, was ihr installiert, wird von diesem Wine in der jeweiligen Version nochmal eine Kopie gemacht, wo spezielle Konfigurationen drin ist und ja, das belegt dann nochmal Platz. Also diese 500 sowieso MB kommen nochmal oben drauf zu diesem Speicher, der gebraucht wird, um das Spiel zu installieren. Und die Wine-Version, die steht hier unten auch nochmal mit bei. Wenn ihr mehrere hättet, könnt ihr es hier auch nochmal direkt angeben. Ich möchte jetzt aber eine andere Version dafür. Dann sagt ihr installieren, dann wird das runtergeladen. Um das Spiel zu starten, gehe ich hier drauf. Und wenn ich das Spiel wieder entfernen möchte, klicke ich auf das Bild drauf. Und dann gibt es hier oben Werkzeuge. Und dann steht hier deinstallieren. Dann kann ich jetzt noch sagen, ob ich wirklich alles weghaben will. Und auch dieses Prefix, da wären auch meine lokalen Speicherstände drin. Ja, aber ich möchte das jetzt auch wirklich alles weghaben. Dann soll ich hier jetzt also anhaken und ja. Und dann ist es jetzt auch schon deinstalliert. Und dann ist es wieder grau. Nochmal ein spontaner Wechsel zu dem System, wo ich es wirklich drauf spiele und aufnehme. Das gerade eben war in der Virtualisierung drin, um euch mal die Installation von dem Heroic Games Launcher zu zeigen. Ja, ein paar Sachen habe ich auch wirklich gespielt, zum Beispiel hier Tomb Raider, da diese 20 Jahre Fire Edition, die ist eigentlich ganz gut. Da würde ich sagen, das ist einer der besten Titel, die so mit dabei sind. Ich starte das einfach mal, damit ihr mal sehen könnt, was da so letztendlich läuft. Also das ist einer von den anspruchsvolleren Titeln. So, dann einfach auf Spielen gehen. Ja, und ich habe halt schon ein bisschen gespielt. Also 7% von ja, dem ganzen Spiel habe ich vielleicht schon geschafft. Und ja, gucken wir mal kurz rein, mal gucken, wo ich gerade bin. Ich weiß es schon nicht mehr, das ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gestartet habe. Oh ja, genau. Also es ist kalt. Und ich glaube, ich soll irgendeinen Unterschlupf finden. Und wie man sieht hier, ihre Haare flattern ganz schön im Wind. Und das ist doch sehr nett los, gemacht. Verdammt. Der Hang ist schon ein bisschen steil. Und ich kann auch schießen, wenn ich da jetzt Tiere finden sollte, dann kann ich die abschießen und daraus Rohstoffe für Waffen vielleicht und Nahrung gewinnen. Okay, hier ist es einfach mal zu Ende. Also Lara wieder zurück durch den hohen Schnee. Klingt ja gar nicht gut. Oh Scheiße, was war denn das? Wer? DOSBox ist letztlich eine Virtualisierungssoftware, sowas wie VirtualBox oder KVM, bildet aber relativ alte Hardware nach. Und das auch inklusive CPU, damit DOS-Spiele auch wirklich laufen. Und da drin ist auch gleich noch ein DOS-Betriebssystem, sodass ihr eigentlich nichts dazu braucht. Ihr installiert das DOSBox-Paket in eurer Linux-Distribution und schon habt ihr diese komplette Umgebung und könnt DOS-Spiele oder auch Anwendungen darin starten. Als Beispiel, wie man ein altes Spiel zum Laufen bringt, habe ich mir mal Wacky Wheels ausgesucht. Ein Spiel, was wir früher zu zweit gespielt haben an einem Rechner. Man konnte den Bildschirm so horizontal durchschneiden und oben war der eine, unten der andere und dann gab es einen anderen Bildausschnitt. Und das Ganze ist so wie ja, Super Mario Kart oder Super Tux Kart.
Und das gab es schon zu DOS-Zeiten 1994 und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt das Ganze nochmal bunt und in Farbe. Also erstmal lade ich hier das Wacky Wheels in der Shareware-Version runter von dieser Seite zum Beispiel. Es gibt natürlich noch viele andere Seiten, die das auch mit dabei haben, denn man darf es wirklich frei kopieren. Dann klicke ich hier auf Start Download of 1wacky.zip. Das sind 1,6 MB gepackt. Das geht doch sehr schnell. Das Ganze ist dann auch wieder in meinem Download-Verzeichnis gelandet, weil ich den Firefox nicht umgestellt habe. Und jetzt kann ich hier das mal entpacken. Da fallen mir verschiedene Dateien entgegen, also das Installationsprogramm und Daten, Dateien, die früher wahrscheinlich auf Disketten aufgeteilt wären. Jetzt kommen wir zur Installation von dem, ja, Wacky Wheels. Da kopiere ich mir die komplette Zeile einfach mal rein, die wir schon gesehen haben. Und da öffnet sich jetzt so ein kleines Fensterchen und das ist so ähnlich, wie es halt damals war. War natürlich hier ein Röhrenmonitor und ja, das sah ein bisschen anders aus. So, das Verzeichnis soll WW heißen. Da habe ich so in meinen weiteren Zeilen so drin, also sage ich hier C, Doppelpunkt, Schrägstrich, also der Schrägstrich, der so geht und nicht so wie bei URLs, damit das unter DOS seine Richtigkeit hat. Das hat man damals so gemacht. Also der Schrägstrich gehört wirklich so rum. So, ja, jetzt rotiert das so ein bisschen. Das entpackt jetzt. Das wäre jetzt so ein Punkt, den man beschleunigen könnte. Im Moment hat das hier diese 3000 Cycles beim CPU-Speed. Das könnte man schneller machen. So, jetzt ist es auch fertig. Jetzt soll ich ja eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt ist es durch und ja, es braucht einen 386er mit 20 Megahertz und 2 Megabyte freiem Speicher. Und dort sind auch schon aufgelistet, welche Soundkarten alle optional unterstützt werden. Und man kann es auch mit Joystick, Maus oder dem Gravis Gamepad spielen, so wie über Modem, also was es damals schon gab. Also haben wir so nicht gemacht, wir haben es wirklich zu zweit an einem Rechner gespielt. So, jetzt sollte ich noch C drücken und danach geht das DOSBox-Fenster zu, weil wir hier ein Exit haben. In dem Downloads-Verzeichnis und dem WW-Unterverzeichnis haben wir hier eine ausführbare Datei drin, die WW1-Exe. Die müssen wir auch noch anstarten. Dann wird das Ganze nochmal entpackt. Also das erste ist die Aufteilung auf einzelne Disketten wohl. Und das zweite ist ein selbst entpackendes Archiv, was jetzt die Spieldaten entpackt, sodass sie auch genutzt werden können. Und da sehen wir auch schon hier die Setup-Exe, die wir gleich noch starten. Das ist jetzt das Setup-Programm, wo wir ein bisschen was einstellen können. Wir können jetzt hier für Spieler 1 und 2 festlegen, wie das zu spielen ist. Also wir haben es eben zu zweit damals auf einer Tastatur gespielt und da kann man jetzt festlegen, welche Tasten für Spieler 1 auf der Tastatur zuständig sind und welche für Spieler 2 zuständig sind. Das hat damals erstaunlich gut funktioniert. Wir können auch natürlich hier Sound Setup machen. Da können wir einmal die Soundkarte festlegen, die Geräusche macht, also Tierstimmen kommen drin vor und das Brummen von Motoren. Da wählen wir denn hier die Soundblaster-Karte aus und da können wir auch noch sagen, wie viele einzelne Töne gleichzeitig abgespielt werden können. Ja, also wie hier steht, hier Slower Machines, die sollen lieber bloß zwei gleichzeitig abspielen, vier, ja, so Mittelklasse und acht, das war wohl damals ein bisschen Schwerstarbeit, aber das können wir uns heutzutage gönnen. Da können wir noch festlegen, wie das Ganze gemixt werden soll, 8-Bit oder 16-Bit. 16-Bit klingt natürlich besser und dann nehmen wir natürlich das hier. Für Musik können wir uns auch noch ein Gerät aussuchen. Dann nehmen wir denn auch nochmal den Soundblaster. Man könnte jetzt auch hier Gravis Ultrasound emulieren, wahrscheinlich sogar mit einem Wavetable, wo denn
verschiedene Instrumente drauf sind und das deutlich besser klingt. Aber das muss man noch anders konfigurieren. In der DOSBox habe ich nie gemacht. Von daher nehme ich Sound Blaster, das, was ich damals auch wirklich hatte. Ja, jetzt können wir das Ganze noch einmal testen. So, Leave Menu. Jetzt können wir noch so ein bisschen am Detail-Level rumschrauben. Einmal hier für Single Screen Detail Level. Und das ist, wenn man es alleine spielt. Und das ist eben dieser aufgeteilte Modus mit oben und unten. Gucken wir erstmal da rein, was es dort gibt. Wir wollen natürlich das Beste. Hi, klar. Und dafür natürlich auch nur das Beste. Wir haben es ja. So, anschließend Exit, dann wird das gespeichert und die DOSBox geht natürlich wieder zu. Ja, dann wollen wir es natürlich auch einmal hier anstarten. Mal gucken. Wiederum die komplette Zeile einmal kopiert und mal schauen. Oh ja. Das macht Lärm. Na gut, so voll bildschirmig wird es dann hier doch nicht, weil ich so eine virtuelle Maschine drin habe, also Virtualisierung und Virtualisierung. Aber normalerweise hättet ihr ein volles Bild. Ja, und bei der Shareware-Version habe ich alle mit dabei. Da kann ich dann bloß hier den Hi zum Beispiel und dann noch auswählen, wie gut ich bin. Amateur, ja. Und Stelle, und ich habe auch nicht alle Strecken in der Shareware-Variante. Von daher. Ja. Das war laut. So könnt ihr auch DOS-Spiele wieder spielen, die ihr vielleicht früher mal gespielt habt oder die ihr jetzt komplett neu entdeckt. So ähnlich wie OpenRA für die Command & Conquer-Teile ist, ist die ScumVM für Adventures und einige Rollenspiele, die es damals gegeben hat. Die ursprünglichen Spiele, die kriegt man vielleicht noch in der DOSBox zum Laufen. Man kann die allerdings auch in die ScumVM reinstopfen, beziehungsweise die Spieldaten, die werden durch die ScumVM interpretiert, sodass ihr sie auch auf moderner Hardware spielen könnt und auch auf sehr vielfältiger Hardware. Also das können irgendwelche Tablets sein, natürlich euer Linux-Rechner oder eben auch ja, alles mögliche, Raspberry Pi und was es alles so gibt. Also ScumVM läuft auf sehr, sehr vielen Plattformen und eben dort könnt ihr diese alten Spiele wiederum spielen. Es gibt eine Kompatibilitätsliste auf der ScumVM.org-Projektseite, wo aufgelistet ist, welche Spiele es alle gibt und wie gut die laufen. Das ist wieder so ein bisschen so wie bei Wine, wo es so Bewertungen gibt für die einzelnen Spiele und Anwendungen. Das gibt es dort genauso, wo dann gesagt wird, ja, das läuft super oder ja, das hat so ein paar kleine Fehler. Und bei einigen steht dann auch bei, ja, das läuft so ein bisschen, aber man kann es leider nicht zu Ende spielen. Ja, müsst ihr mal gucken. Und es gibt auch kostenlose Adventures und Erweiterungen. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr solche Retro-Spiele spielt oder eben die wirklichen Klassiker. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein kleiner Überblick, was alles unter Linux so im Spielebereich möglich ist. Wenn euch das interessiert, probiert Dinge mal aus. Also vieles kriegt ihr halt direkt über eure Linux-Distribution oder teilweise für schmales Geld einfach mit dazu. Oder bei Epic kriegt ihr sowas auch mal gratis, mehr oder weniger gut. Ansonsten ist das eher was Themenfremdes, was ich euch hier vorgestellt habe. Normalerweise mache ich eher so ernstere Dinge, Administration, Softwareentwicklung, Softwareverteilung und Co.
Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, wo ich verschiedene Dinge zu Linux mache. Jede Woche gibt es ein neues Video zu Dingen, mit denen ich mich privat oder beruflich beschäftige. Alles Mögliche, was so Linux- und Open-Source-Bereich ist. Ja, guckt einfach mal vorbei und ansonsten bis dann und tschüss.